vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 10 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, was er gekreuzigt werde. Versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig. Da nun Jesus war zu Bethanien im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: in der
Thank you.